abgesehen von Tinnern gab es eigentlich nur die Sache mit dem Bergbau. Und... okay, wir sind nahe dran. Wir sind nahe dran. Naja gut, jetzt haben wir kleinere, leistungsfähigere Triebwerke. Naja, nicht leistungsfähiger. Wir haben halt nur Platz bei gleicher Leistung. Und noch mehr Bergbau. Jetzt haben wir es bald geschafft. Und wir können unsere ersten Energieschirme erforschen. Und gleich dann auch unseren ersten Schildgenerator, dass wir es auch benutzen können. Ein starkes sphärisches elektromagnetisches Feld wird produziert, das kleine Mengen schädlicher Partikel absorbieren kann, bevor sie zur Panzerung des Schiffes durchbrechen können. Prinzip ganz simpel. Eigentlich nicht wirklich Science Fiction. Ich bin sicher, wir könnten heutzutage auch sowas bauen. Es hat halt nur nicht so viel Nutzen. Da ist das Ding hier fast wichtiger. Electronic Countermeasures. Zur Hölle mit dieser Verdeutschung, die da vorher drin war. Blockiert Firelight Computer und so weiter und so weiter. Ja, Frequenzen, Störstrahlung und so weiter. ICM halt. Macht das Zielen noch vom Feind schwieriger. Ist nicht so leicht zu treffen. Und ich glaube, es wurde auch irgendwas verändert, weil in Vanilla gab es irgendein Problem, wenn ich mich richtig erinnere. Und diese tollen Sachen haben irgendwie gar nicht funktioniert. Dass man nur Platz verschwendet hat. Das ist mir in Vanilla nie aufgefallen. Allerdings hat der Feind auch riesige Transportschiffflotten losgeschickt, die nicht viel Schaden anrichten konnten. Also ist das wahrscheinlich kein Wunder. Ah, haufenweise neues Zeug. Titangewebe ist gut für Bodentruppen. Quasi eine schwäche, flexible Schicht aus moleküldünnen Fasern aus Titan. Fuller-Legierung. Meinen Sie wahrscheinlich Fullerien, dieses Science-Fiction-Zeug. Das ich jetzt hier nicht beschreiben will, weil sonst sitzen wir noch 3 Stunden später hier. Sagen wir nur, es ist besser als eine Uniform und belassen es dabei. Okay, wir haben ein interessantes Guthaben. Das Guthaben haben wir auch nur, weil wir bei den Budgetdirektiven auf ausgewogen bleiben. Und das ist gut und das sollte eigentlich auch nie verändert werden. Im Prinzip verschwenderisch ist quasi eine Art Selbstmordoption. Das habe ich mal ausprobiert, als ich ein anderes Volk gespielt habe und war ruckzuck in den roten Zahlen. Und alles brach zusammen, Rebellionen an jedem Ende. Warum man das nehmen sollte, verstehe ich eigentlich gar nicht. Das bringt nichts. Sparsam wäre vielleicht nützlich, wenn man zu lange auf verschwenderisch gelegt hat. Im Prinzip ist diese Auswahl hier nur eine Einladung zu experimentieren, bis man sich ein eigenes Grab geschaufelt hat. So sehe ich das. Hätte man eigentlich auch weglassen können und es hätte nichts geändert. Steuer. Naja, das ist nützlich, wenn man mal aus irgendeinem Grund mehr Geld braucht. Aber das braucht man eigentlich nie, solange man am Anfang vernünftig plant. Das Einzige, was man hier machen kann, ist, wenn einem zu langweilig ist und man will, dass einige Welten rebellieren, kann man die Steuern hochstellen. Das macht die Leute schnell unzufrieden. Und runtersetzen, wenn man halt, wie gesagt, Geldprobleme haben will. Das Einzige, was wichtig ist, ist im Prinzip das hier. Weil wenn man später im Krieg steht und dann 100 Welten hat und nur 20 von denen im Kopf, dann ist es ganz nützlich, wenn man, sagen wir mal, sowas wie das hier macht, damit die ganzen kleinen Grenzplaneten, die man schon total vergessen hat, auch daran denken, was für ihre Verteidigung zu bauen, während man nicht hinguckt. Und hier sollte man auch nicht dran rumfuschen, weil die KI, wie gesagt, selten dämlich ist. Würde ich zum Beispiel Forschungsausgaben hochpullen, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dann werden halt alle Planeten, egal ob da überhaupt geforscht werden kann oder nicht, weit ins Rote gezogen. Damit meine ich das hier. Total übersteuert, zu geringen Nutzen. Das ist eigentlich schon fast normal, sage ich mal. Wir machen das mal so, dass hier der Saldo im Positiven ist. Das reicht schon. Das lassen wir mal so, falls irgendwas gebaut werden muss. Das 2% ist später auf der Heimatwelt genügend, weil das die größte Produktion hat. Senkt zwar jetzt die Forschung ein bisschen, aber dafür belastet es unser Konto nicht so stark. Und das hatte ich fast vergessen. Damit diese ganzen tollen Einstellungen, die ich gemacht habe, nicht verschwinden, muss ich für hier jetzt mal die KI-Verwaltung abschalten. Das hat sogar einen weiteren Vorteil, weil die KI ja wie gesagt auch automatisch Sachen baut. Aber sobald man das abschaltet, wird das Einzige, was automatisch gebaut wird, das Zeug hier. Wie diese hydroponischen Farmen. Das wird immer automatisch gebaut, da muss sich kein Schwein drum kümmern. Das dagegen, das wird dann halt nicht gebaut. Und wenn man später mal super Schlachtschiffe und was nicht alles basteln kann, die wirklich Kohle kosten, dann ist es ganz nützlich, wenn man mal einfach mit einem Klick hier verhindern kann, dass die KI ständig Geld rausschmeißt.
So, jetzt haben wir das aber gemacht. Sonst noch irgendwas? Nee, weiter geht's. Naja, Proteste gegen Titangewebe. Das ist niedlich. Das wird anscheinend immer zufällig ausgewählt, wenn es Proteste gibt. Manchmal protestieren die Leute dann auch irgendwie gegen irgendwas ganz Harmloses. Ich entschuldige das immer damit, dass es halt Aliens sind mit ihrer eigenen Kultur. Die haben halt komische Vorstellungen. Vielleicht, hey, sind es Roboter, also haben sie vielleicht was dagegen, sich unter Titangewebe zu hüllen oder so. So, als würden wir uns... Ach, ich denke schon viel zu viel darin rein. Zyklus 31,5. Und wir haben einen neuen Planeten kolonisiert und ein neues System gefunden. Und jetzt hier, du fliegst in die Staubwolke rein. Und wir gucken, was mal auf Phi-Pega los ist. Ich denke, das werden wir umbenennen, wenn wir mal ein paar Kolonien hier haben. Und, oh ja, hier geht's schon los. Haufenweise rot, aber eine, zwei gute. Drei gute. Hier außen eine Kolonie, die sich gut für zum Abbau von irgendwas eignet. Und hier haben wir etwas Kleineres für die Zentralverwaltung des Systems. Da müssen wir hier zum Beispiel nicht so viel in Sachen Erholung oder so draufklatschen. Da können wir hier haufenweise Industrieforschung, was nicht alles. Und die Regierung sitzt dann halt woanders. Problem gelöst. Das haben wir gemacht. Jetzt haben wir auf Mordan 2 eine Kolonie. Yay! Eine Randzivilisation. Ja, das wissen wir. Das sind diese hier. Bewohnbarkeit für Dalok. Grün 1. Die haben also überhaupt keine Probleme. Unsere Bergbaugrundeffizienz ist natürlich durch unsere Abzüge genauso hoch, obwohl das für uns Rot 2 ist. Da sehen wir dann den Unterschied, den das ausmacht. Diese ganzen Einstellungen, die ich am Anfang gemacht habe. Bewohnbarkeit Rot 2, schlechter geht's gar nicht mehr, außer wenn man direkt im Weltraum haust. Trotzdem Grundeffizienz 6,8. Jetzt gehen wir zu den Dalok. In der Gebirgszone, auch Maximum möglich. Und die für die ist es Grün 1, also quasi ein Paradies, auch 6,8. Genau das gleiche sonst. Also sie sind trotzdem massiv schlechter. So, und ihr macht hier oben ein bisschen Industrie. Anbaufähig. Ja, naja gut, jetzt wo wir Viecher haben, die tatsächlich was essen, wäre es vielleicht nützlich, wenn wir zumindest ein paar haben. Und hier, ihr bekommt eine Eigenverwaltung zugestanden. Und dürft euch ein bisschen erholen nebenbei. Und Forschung ist auch nicht schlecht. Forschung ist immer das absolut Wichtigste, weil wenn man zu weit zurückfällt, dann sieht man seine Schiffchen bald explodieren. Und zwar viel zu oft für den eigenen Geschmack. So ein bisschen Industrie, damit hier zumindest etwas gebaut werden kann, aber wir brauchen noch erstmal viel von dem anderen Zeug. Damit wir zumindest leichte Kreuzer bauen können. Den Rest überlassen wir erstmal der KI. Ah ja, und das Wichtigste überhaupt, bevor wir in die nächste Runde rüberspringen. Jetzt, wo die Kontrolle da ist, brauchen wir das eigentlich nicht mehr. Der Planet ist eh Rot 2 für Mäckler. Also macht's nichts, wenn wir es verhindern, dass ständig neue Mäckler rüberkommen und den Dalok den Platz wegnehmen. Das Gute ist jetzt, dass wenn wir eben auch Planeten, wenn wir hier jetzt Kolonistenraumschiffe bauen, dann sind da hauptsächlich Dalok drauf. Und damit können wir dann auch Planeten locker kolonisieren, die für die Mäckler Rot 2 sind. Und damit haben wir quasi einen unglaublichen Bonus, den wir jetzt natürlich noch nicht stark ausnutzen können, weil der Planet jetzt erst noch ein paar Runden braucht, um sich zu entwickeln. Aber es ist auch etwas, was ich später dann mal ausprobieren will. Die Dalok im zweiten Teil, zwischen dem zweiten und dem dritten Teil, ziemlich was aufs Dach gekriegt haben, laut der Hintergrundstory. Ist wahrscheinlich ganz nett, wenn ich ihnen mal zwischendurch ein bisschen helfe. So, wir haben neues Zeug gebaut. Neues Zeug ist sichtbar. Aber das Einzige, was wir tatsächlich erforschen können, ist das Urlaubszentrum. Automatisierte Ökopflege. Ein zentraler Regulierungsrechner steuert ein Netzwerk von Nährstoff- und Wasserzufuhrleitungen. Ah ja. Zusätzlich steuert er das Verhalten der natürlichen Feinde diverser Schädlinge und die Versorgung der verschiedenen Wachstumszonen. Maximiert die Wachstumsrate und optimiert die Nutzung von Ressourcen. Im Prinzip das, was man erwarten würde, wenn Roboter anfangen, Agrarindustrie zu betreiben. Das ist, glaube ich, eins von den Dingern, die fast jeder kriegen kann. Ja, auch ein paar Verbesserungen für unsere Massetreiber. Autofeuer schießt öfters. Panzerdurchdringen ist besser gegen Panzerung. Urlaubszentrum, ja, ja. Ja, mit künstlicher Hibernation, extrem Tiefschlaf und was noch alles. Ja, genau. Traumprojektoren auf realistische Weise.
Naja gut, da wir hier Roboter haben, ist das wahrscheinlich weniger mit Extremtiefschlaf und mehr so wie das Internet. Das hat ein virtuelles Netzwerk. Und wir sind im positiven Bereich. Jetzt können wir die Industrie mehr ankurbeln. Vor allem, weil ja noch haufenweise Bergbaute erst im Bau sind. Und wir haben 3 Planeten. Naja, wir werden irgendwann mal den Punkt zurückwünschen, wo wir nur 3 Planeten hatten. Und wieder was. Gut, du gehst jetzt hier lang. Wieder zurück, damit wir hier keine Sachen auch. Okay, du wirst wohl für lange Zeit unkolonisiert bleiben. Du bist zu unfreundlich. Und ECCM, Electronic Countermeasures. Praktisch das Gegenteil von ECM. Um ECM zu neutralisieren, dass man trotzdem weiter schießen kann. Wie gesagt, das meiste von dem Zeug ist einfach nur... Das ist der übliche militärische Quatsch, den es ja auch im echten Leben gibt. Man erforscht haufenweise Zeug, nur weil der Feind Zeug erforscht hat, das einem schadet. Und das will man dann neutralisieren, dann erforscht der andere wieder was und so weiter und so weiter. Und nach all den Anstrengungen und all dem Geld ist man wieder am selben Punkt angekommen, wo man die ganze Zeit war. Das Einzige, was sich ändert, ist, die Explosionen sehen besser aus am Ende. Und jetzt kriegen wir zusätzlich auch noch unseren Schildgenerator. Aber nur den kleinen. Normalerweise hat man klein, mittel und groß in Vanilla von Anfang an dabei. Muss sich darüber keine Sorgen machen. Ich finde das also witzig und auch realistischer, dass man hier in dem Mod zuerst mit dem kleinen anfängt, den man auch erforschen muss. Und die anderen erst später dazu kriegt. Ich meine, klar, hallo. Man gibt Argumente für beides, aber in Sache, ich finde es wirklich praktischer, dass man auch die Schildgeneratoren bauen muss. Ich meine, es ist wie mit dem, was ich gesagt habe. Elektromagnetisches Schild könnten wir wahrscheinlich auch hier heute in der Echtzeit in der Normalwelt basteln. Aber daraus einen echten Schildschirmgenerator zu bauen, das ist das eigentliche Problem. Die Sache, dass wir Elektromagnetismus kennen, hilft uns halt überhaupt einen Scheißdreck, wenn wir daraus Schutzschirme basteln wollen. Und darum haben wir sie halt nicht. Ah ja, ich versuche schon wieder Science Fiction in einem Videospiel zu erklären. Na. Sonst haben wir nichts. Gut. Dann klicken wir mal weiter. Oh ja, genau. Unser erster Kampf. Hier müssen wir natürlich vorsichtig sein. Oh, es ist unsere Heimatwelt. Dann ist das wahrscheinlich nur ein Erkunder. Gehen wir mal nicht auf Flotte abfangen. Falls das ein nettes Volk ist, das wir nicht gleich vor den Kopf stoßen wollen. Das passiert schon früh genug bei den Diplomatie-Einstellungen, die ich gemacht habe. Aber wir gucken uns das jetzt mal an. Oh, Kontrolle abgeben. Das wollen wir nicht. Wir wollen Kampf leiten, damit wir uns das angucken können. Zusehen ist wieder so eine Option, die Welt nicht braucht. Ein Kampf kann bis zu 10 Minuten dauern. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die sich ansehen wollen, was die KI alles verbockt, ohne die Möglichkeit einzugreifen. 2 Optionen hätten eigentlich auch ausgereicht. Zusehen ist, wie gesagt, wenn man sich selbst foltern will später, dann sieht man, wie die KI alles vermurkst, aber man kann nichts machen. Das ist quasi die schlimmste von allen 3 Optionen. Bei Kontrolle abgehen muss man so abgeben, muss man wenigstens nicht sehen, was die KI alles an Mist anstellt. Und bei Kampf leiten kann man wenigstens eingreifen. Und das werden wir jetzt machen. Tada. Und, ich vergesse, verbleibende Kämpfe an KI abgeben, macht genau das, was hier steht. Dann werden alle Kämpfe, die hier in der Liste auftauchen, automatisch an die KI übergeben und die berechnet alles durch. Das ist also später mal nützlich, wenn man hier 50 Kämpfe gleichzeitig hat und nicht den Nerv, sie alle sich anzugucken. Das wäre auch zeitlich gar nicht machbar, wenn ein Kampf 10 Minuten dauert. Rechnet das mal durch. Manche Kämpfe sind wirklich nur langweilige Schiffe, die voneinander wegfliegen oder die stundenlang auf ihre Schutzschilde einprügeln oder sonst irgendwas. Und es ist auch eine Menge Manövrieren dabei. Wenn man das einzeln mal macht, bei größeren, wichtigen Schlachten, ist das spannend. Aber wenn man es 50 Mal machen kann, dann sitzt man hier schon mal 48 Stunden, bis man die alle durch hat einzeln. Dafür ist diese Option gut. Aber jetzt kümmern wir uns das endlich mal an. Noch langweilig, kein Kampf. Die greifen uns nicht an und wir greifen sie nicht an, also passiert nichts. Gehen wir zur nächsten Phase. Hier kämen dann normalerweise Botenkämpfe, Invasionen und so weiter. Die natürlich nicht passieren. Ah. Zyklus 36. Erstkontakt mit Aliens. Und wir kriegen wieder so eine Frontbericht-Standardmitteilung. Aber solange wir nicht eine Kolonie direkt neben einer feindlichen Kolonie haben, erfahren wir sowieso nicht, wer die sind. Das heißt, wenn wir Glück haben, können wir sie erwischen und uns angucken. Hoffen wir, gucken wir mal.
Ah ja, genau, hier zum Beispiel, die sind quasi noch im System und wir können sie sich angucken. Und anhand des Schiffssymbols hier, ein Typensymbol, kann ich mir dank meiner Erfahrung schon sagen, dass das ein humanoides Volk ist. Welches? Naja, vom Beans Imperium. Ob es jetzt Menschen sind oder Yvonne oder was auch immer, erfahren wir erst, wenn wir Kontakt mit ihnen aufgenommen haben. Und dazu müssten wir erstmal wissen, wo ihre Kolonien sitzen. Und da sind ja unsere Schiffe hier noch alle unterwegs. Wie geht's eigentlich vorwärts? Oh, noch zwei Runden, da können wir unsere Kolonisten auch mal losschicken. Und dann wird auch bald unser kleiner Entdecker gebastelt. Und der ist auch bald hoffnungslos veraltet. Aber das sind halt Erkundungsschiffe, das ist am Anfang noch nicht so wichtig. Das sind dann ohnehin alle kreuzlahm noch. Technologie geht vorwärts. Oh, wow, wir sind schon überall haufenweise Stufen vorwärts geeilt, ohne dass ich was gemerkt habe. Ah ja, das einzig Wichtige ist das verbesserte Triebwerk, das kommt noch lange nicht. Und hier ist das einzig Wichtige, Ionentriebwerke PP, miniaturisierte Abtastmatrix, ja, bessere Sensoren halt, kleinere. Und das ist gut für Bodentruppen, Ausweichen und Panzerung, quasi ein persönliches, tragbares, kleines Schutzschildchen. In Bio, naja, klassische Physik, Raumjäger sind nützlich, Raketenchassis Klasse 1 ist nützlich her. Als das, was wir bisher haben, das automatische Mini-Raketchen. Hauptachsenlafett ist das Wichtigste überhaupt, weil man damit quasi starr eingebaute Waffen hat, die super Feuerkraft haben im Vergleich zu den normalen Lafetten. Nachteil ist es auch, es ist super langsam. Man muss also aufpassen, was man macht. Der Rest ist noch weit hin. In Soziologie kriegen wir bald ein Urlaubszentrum, aber dann erstmal lange Zeit nichts mehr. Hier unten sieht man erst was, wenn auch was in Reichweite ist, so 5 Levels vorwärts oder so. Also wenn das hier gleich schon endet, dann heißt das nicht, dass es aufhört, sondern dass es noch viele, viele Levels dauert, bevor überhaupt irgendwas auftaucht, was man erforschen könnte. So wie hier quasi. Hier gibt es lange Zeit gar nichts. Und dann haben wir hier 6 und 7. Wäre der Abstand nur ein bisschen größer, dann wäre wahrscheinlich bei der Stufe, die man erforscht hat, Schluss. Und also bei uns, 5, das erklärt. Wäre es jetzt, sagen wir mal, 1 oder 0, dann würden wir das ja wahrscheinlich gar nicht sehen und hier wäre Schluss, bis wir bis Level 1 gekommen sind und so weiter und so weiter. Das ist die Mechanik, die dahinter steckt. Hey, gut, wir haben noch keine Beziehung zu gar nichts, außer die Leutchen, die da rumfliegen und die wahrscheinlich bald weg sind, um sich mehr anzugucken in unserem kleinen Reich. Also weiter geht's. Wieder nicht, ja, diesmal ist nicht viel los hier, Zyklus 37,5 ist ruhig. Aber wir haben wieder was entforscht und ist immer noch schöne, einfache Verbindung. Hier ist nicht viel, aber hier, Gelb 1 ist wahnsinnig gut für so einen riesen Klotz von Planeten. Für die Meckler zumindest, das müssen wir also haben, da können wir eine gute Industrie-Powerhouse rausmachen. Wenn wir ein Schiff da mal hinschicken, also ja ziemlich weit weg. Ansonsten gibt's halt nicht viel zu tun jetzt noch in dieser Runde. Und die hocken hier immer noch. Ah ne, Quadrupe. Ah, das ist jetzt woanders. Jetzt haben wir also diese Beans-Leute gefunden. Planet blockieren ist das harmloseste, vor allem wenn ich die Schiffe anschließend woanders hinschicke. Für unseren Aufklärer ist Planetstürmen ohnehin Selbstmord, weil dann die Flotte sich auf jeden Fall in den Weg stellt. Und Flotte abfangen ist ziemlich dreist. Es kann mal nichts passieren, wenn der Feind sich auf Verteidigen einlässt. Wenn der Feind auf Abfangen geht, dann wird man hier erwischt. Wenn man selbst angreift und der Feind geht auf Abfangen, dann wird man auch erwischt. Flotte abfangen meint eben genau das. Man versucht, die feindliche Flotte zu erwischen. Wenn man Glück hat und die feindliche Flotte verteidigt nicht einfach stur den Planeten, kann man sie auf diese Weise weit außerhalb der Verteidigungsstellung auf dem Planeten zerstören, weil die können später richtig fies werden. Das ist also mal nützlich, wenn man erstmal die feindliche mobile Verteidigung ausschalten will später. Quasi Taktiken für Fortgeschrittene. Planet blockieren, das verhindert, dass Ressourcen da in ausreichender Stärke einkommen. Das ist nicht so gefährlich für meine Planeten, weil ich ja meistens auf Ausgeglichenheit setze. Aber manche Feinde sind ja recht dumm. Die kann man dann richtig reinreiten, wenn man ihre Planeten blockiert mit einer Flotte. Und das ist auch nützlich, wenn man keine Lust hat, sie in die Klump zu schießen. Man will einfach da hocken aus irgendeinem Grund. In diesem Fall hatten wir, die haben auch nur ihre 3 Verteidigungsschiffe, genau wie wir. Und Planetblockieren ist das harmloseste und wir wollen uns das mal angucken. Und die machen, oh, sind die feige, die sind feige.
Oh, es passiert überhaupt nichts. Hätte ich die halt angegriffen, dann wäre was passiert. Naja, normalerweise sind die Spieler aggressiver, auch die KI-Spieler, wenn es darum geht, ihre Heimatwelt zu verteidigen. Aber die sind erstaunlich vernünftig. Okay, jetzt haben wir unsere Electronic Countermeasures. Wenn wir das in Schiffe einbauen, dann sind die schwerer zu treffen. Und wenn wir ECCM einbauen in irgendwelche Schiffe, dann können wir damit feindliche ECMs neutralisieren. Simpel. Und wir haben unsere 5 Schiffe gebaut und die Infanterie ist gleich hinterher geschickt worden. Und wir haben jetzt... Wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen Armee dazu. Gut, kann ich mir anschließend überlegen, ob wir mal eine Runde Schiffbau einlegen oder ob wir das noch hinauszögern, um ein paar extra Forschungspunkte zu sammeln. Und wir können uns Quadrupe angucken. Und den Stuss gucke ich mir ja mal hin, was die KI hier wieder verzapft hat. Quadrupe! Das ist eine feindliche Kolonie. Da wir dann noch lange nicht hinfliegen, gucken wir mal an, was auf der anderen Seite ist. Aber das ist jetzt quasi für mich... Gucken wir mal, was wir verpasst haben hier. Grün 2. Ah, das ist mal schlecht. Die haben 2 Planeten hier. Also wichtig für mich ist jetzt, dass ich so viele Schiffe wie möglich hier in den Sektor umleite, wenn es möglich ist. Und hier die Planeten nicht so übel sind. Zum Beispiel hier. 2 Kolonien hierhin, das wäre schon mal gut. Ninsa, was war hier nochmal? Ja, das ist allerdings nicht so wichtig. Tinnern. Ah ja, hier gab es haufenweise Planetchen. Das Gute ist, sobald man eine Kolonie hat, kann man ja diese Systemkolonieschiffe bauen. Ist dann also nicht so wichtig, wenn man durch solche strategischen Überlegungen plötzlich gezwungen ist, seine kostbaren Schiffe aufzuteilen, wollte ich sagen. Das hat ein bisschen Schluck auf gerade. Aber dank meinem schnellen Editing-Knopf hier habe ich das ausgeschnitten. Parians ist eigentlich gut zum Anfang. Fliegt einer dahin? Natürlich nicht, weil das wäre schlau. Also, eine dahin, damit wir mal ganz schnell neue Planeten kriegen. Was hatten wir hier? Gelb 2 und Gelb 2. Okay, das würde ohnehin eine Weile dauern. Billikens. Rot 1. Das ist jetzt nicht so wichtig. Telum. Was hatten wir hier nochmal? Ja, Rot 1. Das ist jetzt nicht so wichtig, solange wir noch grüne Welten haben. Oh, hatte ich hier total vergessen, oder was? Machen wir mal hier ein paar Koloniemerkmale hin. Aber solange hier wir noch keinen Gegner in diesem Sektor haben, können wir uns noch Zeit lassen. So, gut. Das hätten wir auch. Was war hier eigentlich nochmal? Mirakt. Ah ja, nutzloser Planet erstmal. Nashira. Gelb 2 und das war's. Nee, das lassen wir nochmal. Grün 1, Grün 2 und Gelb 2. Elkis, da sind so viele unterwegs. Rot 1, Gelb 1 und Grün 2. Ja, das erklärt's. Wahrscheinlich hat die KI auf den hier gezielt. Deswegen so viele Schiffe wie möglich hingeschickt. Das will ich mir jetzt nicht antun, sonst kriege ich bloß Kopfschmerzen. Aber hier haben wir nur gute Planeten. Da kann ich also erlauben, welche hinzuschicken. Und C-Fi braucht auch einen Planeten. Ein Kolonieschiff. Was eine halbwegs gute Welt ist. Also löschen wir das und schicken sie hier hin. Dann löschen wir das. Und schicken es hier hin. Haben wir schon mal einen Anfang. Ich schicke hier bald sowieso neue Schiffe. Jetzt haben wir schon mal 4 Systeme angefangen. Und das ist blödsinnig. Das schicken wir erstmal nach Zeta Gruis. Das ist am wichtigsten. 11 Runden in der Sinne. Ohnehin schon lange, länger als ich warten will. Aber sobald wir da eine Kolonie haben, hat es der Computer nicht mehr so einfach, sich an mich vorbeizuschleichen. Und jetzt, wo wir erstmal einen Gegner gefunden haben, auch wenn wir noch keinen Kontakt haben, ist es jetzt gut, wenn wir demnächst anfangen, unsere eigenen Schiffe zusammen zu basteln. Ich will halt nur noch warten, bis wir unseren ersten Energieschirm und ein leicht verbessertes Triebwerk haben. Also sagen wir mal, in 4 Runden... Ah, verdammt, den Generator brauchen wir. Also gut, in 6 Runden
können wir anfangen, unsere ersten Kriegsschiffe zu basteln. Und es gibt auch noch ein paar Zeit, weil in der nächsten Runde wird erstmal das gebaut und dann können wir noch schnell ein paar Kolonistenschiffe raushauen, bevor wir anfangen müssen, unsere Flotte zu verstärken. Aber das ist was für die nächste Runde. Ja, da hat gerade irgendwo jemand gekämpft. Titangehwege für unsere Truppen haben wir hier. Das haben wir. Unser Entdecker ist da. Ansonsten hat sich nicht viel getan in dieser Runde. Was macht die KI hier gerade? Naja, die hatte ich ja abgestellt. Gut. Können wir schnell noch eine Kolonie reinsetzen. Ah ja, meine Warnung. Ich bin schon eine Stunde dabei aufzunehmen. Und jetzt können wir das erste Mal eine TF aufstellen. Eine Task Force. So sieht das aus. Und wir haben nur ein Schiffchen hier, das wir gebaut haben. Und das ist keine Langstreckenkampf, Kurzstreckenkampfträger, Aufklärung. Aufklärung, genau. Geben wir nochmal einen lustigen Namen, sowas wie First Imperial Wreck. Ah, und da geht der Platz auch schon weg. Machen wir das mal so. Reconnaissance Squadron. Die offizielle Abkürzung für Geschwader. Da muss man halt eine Menge Abkürzungen erfinden. Ansonsten passt das einfach nicht. Gut. Und das schicken wir jetzt hier hin. Damit haben wir auch diese Lücke gestopft. Und dann können wir in ein paar Runden ja anfangen, normale Schiffe zu basteln. Ah ja, wurde auch gleich alles sofort gebaut. Drei Runden. Ich kann also gefahrlos noch eine weitere Kolonie dazusetzen. Den Rest lassen wir dann frei, damit wir schnell anfangen können, Kriegsschiffe zu bauen. Und langsam kommen auch die nächsten Planeten in der Reihe. Ja, ja, das ist etwa nahe, dass diese Meldung, dass die jetzt erst eine Runde später kommt, hat die Erklärung in Vanilla. Musste man immer eine Runde warten. Wenn man also einen Befehl gegeben hat, eine Flotte aufzustellen, bekam man die Kontrolle über diese Flotte erst in der Runde danach, zusammen mit dieser Meldung. Das wurde in dem Mod auch geändert, sodass man die Flotten sofort kriegt. Aber die Meldung ist hart kodiert, die kriegt man dann immer noch später erst. Ist eigentlich ganz witzig, wenn man es überlegt. Man baut eine Taskforce auf, schickt sie los und ein Jahr später kriegt man die Meldung, dass sie aufgestellt wurde. Weil das ist halt Bürokratie, nicht wahr, Leute? Schauen wir mal. Ja, das können wir gleich vergessen mit der Industrie. Hier können wir später anfangen, leichte Schiffe zu bauen. Und Systemverteidigungsschiffe. Und hier müssen wir die groben Klötze erstmal bauen. Das wird wahrscheinlich lange so bleiben. Unsere Schiffe sind hier erstmal unterwegs. Aber bald haben wir hier unseren ersten neuen Planeten. Die dagegen sind erstmal noch lange unterwegs. Was wahrscheinlich nicht ganz gut ist. Vorsichtig, vorsichtig. Man muss hier aufpassen, dass man den Schiffen hier nicht versehentlich neue Befehle gibt. Da ist es auch schon passiert. Am besten immer direkt in den Weltraum klicken, wenn man das Bild nicht mehr sehen will. Die sind auch bald da. Und falls das hier nicht endet, so man die noch weiter runter geht, diese Kette von Sternenstraßen, von Starlines, dann ist das wahrscheinlich gut, dass ich die Schiffe jetzt schon losgeschickt habe. Weil in 20 Runden kann viel passieren. Und wenn da noch ein Gegner auftaucht, dann will ich nicht erst Schiffe losschicken müssen, die in 20 Runden später ankommen. Ansonsten, ja, langsam kommt es in Fahrt. Runde Zyklus 42 und Runde 28. Gucken wir mal, was demnächst passiert. Die Leute sind noch zufrieden. Ja, Unruhe. Noch alles im grünen Bereich. Und dann mal weiter. Oha. Oha. Nummern und Zahlen. WL517PEIT. Das sind entweder unsere Cyborg-Brüder, die Xenoiden, oder es sind andere Meckler. Böse Meckler. Die angegriffen werden müssen. Aber das machen wir noch nicht, weil wir haben ja noch nicht mal eine Flotte. Aber wir gucken uns die mal an. Planet blockieren, Kampf leiten. Und jetzt hoffen wir mal, dass die nicht weglaufen wie die anderen Fälle.